Es ist Freitag, der 19. März. Auf diesem Acker habe ich im letzten Sommer eine Zwischenfrucht angebaut, die winterharte Komponenten enthielt. Die Zwischenfrucht bestand aus Ramtilkraut, Sonnenblumen, Ölein, Winterhafer, etwas Sudangras, Alexandrinerklee, Phacelia und welchem Weidelgras. Nach dem Winter finden wir noch Hafer und welches Weidelgras. Hin und wieder auch mal eine einzelne Kleepflanze. Der Bestand ist im Moment flächendeckend grün. Da vorne gibt es auch mal ein Phacelia. Und wenn wir ihn aufgraben, dann sehen wir, dass trotz der Nässe der Boden unten drin eine akzeptable Feuchtigkeit hat. Die Regenwürmer sind sogar aktiv, obwohl der Boden recht kalt ist. Auf diese Fläche beabsichtige ich, Mitte April flach zu fräsen und anschließend nach einem Grubbergang Soja zu säen.